In Krisenzeiten versucht der Staat verstärkt auf das Vermögen der Bürger zuzugreifen. Der Gebrauch von Bargeld wird eingeschränkt, zum Beispiel 500-Euro-Scheine wurden abgeschafft. Ebenso der Kauf und Verkauf von Gold, erst waren es bis 10.000 Euro Meldepflicht, und nun bis 2.000 Euro Meldepflicht beim Goldeinkauf. Kryptowährungen oder die Flucht in Fremdwährungen und Devisen wird reglementiert. Der Staat nimmt dem Bürger zunehmend die Möglichkeit, seine Ersparnisse in Sicherheit zu bringen. Bargeld entspricht immer noch einem beträchtlichen Teil aller Vermögenswerte der Bürger. Im gesamten Euroraum befindet sich Bargeld in der Größenordnung von 1.460 Milliarden Euro im Umlauf. Die Abschaffung des 500-Euro-Scheins war ein erster Schritt in Richtung Bargeldrestriktionen. Aktuelle Bargeldbeschränkungen gibt es schon zum Beispiel in Griechenland mit 500 Euro, in Frankreich mit 1.000 Euro, in Italien mit 2.999 Euro. Über Nacht wurde in Deutschland eingeführt, dass Bankkunden bei Bargeldeinzahlungen auf ihr Bankkonto bei einem Betrag von über 10.000 Euro einen Herkunftsnachweis für den gesamten Einzahlungsbetrag vorlegen müssen. Zusätzlich gilt auch eine Beschränkung des anonymen Edelmetallerwerbs in Deutschland mit 1.999 Euro, in Österreich liegt sie noch bei 10.000 Euro. 81 Länder arbeiten weltweit an einer digitalen Währung, dies entspricht ca. 90% der Weltwirtschaft. 5 Länder haben bereits eine digitale Währung eingeführt, erstes Land waren die Bahamas. 14 weitere Länder, darunter Schweden und Südkorea, befinden sich in der Pilotphase und bereiten eine mögliche vollständige Einführung vor. Unter den großen Wirtschaftsnationen ist China am weitesten fortgeschritten. Es folgen die 4 größten Zentralbanken Fed, EZB, Bank of Japan, Bank of England, die sich mit der Einführung von CBDC, Central Bank Digital Currency, befassen. Die Folgen und Möglichkeiten für Staaten mit der Einführung von digitalem Geld sind gewaltig. Man muss kein Problemdenker sein, um hier nicht unangenehme Auswirkungen für die Bürger zu befürchten. Die G7-Finanzminister unterstützen stark die Regulierung von Kryptowährungen, wir müssen alles tun, um sicherzustellen, dass das Währungsmonopol in den Händen der Staaten bleibt. So der deutsche Finanzminister Olaf Scholz anlässlich einer Videokonferenz am 7. Dezember 2020. China als G7-Mitglied ist sehr weit mit digitalem Zentralbankgeld fortgeschritten und versucht alternative Kryptowährungen zu beschränken. China schließt deshalb Rechenzentren und verbietet Banken und Zahlungsunternehmen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptozahlungsmitteln. Die Fachpresse erinnert Anleger immer öfter an Gold als sicheren Hafen. Gleichzeitig beginnt aber auch eine Diskreditierung von Gold. Im Fokus wird Dr. Daniel Stelter zitiert. Passend dazu erklärt der IWF in einem Arbeitspapier, dass Gold ein destabilisierender Faktor für die Wirtschaft ist. Dies ist natürlich richtig, wenn man ein System unterstützt, in dem beliebig viel Liquidität, Geld, geschaffen werden kann und soll, um die Wirtschaft zu beleben. Goldbesitz stört den Staat. Anzeichen für eine neue Goldverbotswelle häufen sich. Egal ob Wirtschaftskrise, Inflation oder Währungsreform, Gold ist die ultimative Absicherung für den Ernstfall. Dem Staat sind die Goldbestände von Privatpersonen nicht geheuer. Schon häufiger gab es Verbote. Denn Gold ist das ultimative Geld, in das man flüchten kann und sollte angesichts dessen, was uns bevorsteht. Wer denkt, ein Verbot privaten Goldbesitzes sei undenkbar, der sei an die deutsche, aber auch US-amerikanische Geschichte erinnert. Und was machen die Notenbanken? Sie kaufen so viel Gold wie seit 50 Jahren nicht mehr. Sehen wir uns an, wie sich seit der Einführung des Euro im Jahr 2001 bis Mai 2021 die Schulden der EZB entwickelt haben, die Schulden steigen ins Unermessliche. Konkrete Daten. Die Schuldenstand der EZB im Jahr 2015 betrug noch überschaubare 115,6 Milliarden Euro. Dieser Schuldenstand stieg bis zum September 2020 auf sagenhafte 3.353 Milliarden Euro. Doch das Ende der Fahnenstange war noch lange nicht erreicht. Bis zum 21. Mai 2021 explodierte der Schuldenstand auf unglaubliche 7.462 Milliarden Euro, in anderen Worten fast 7,5 Billionen Euro. Welche Auswirkungen hat das auf den Bürger? Kommt diese Schuldenexplosion auch als Inflation bei den Bürgern an? Dazu sehen wir uns die Erzeugerpreise an, die einen Vorlaufindikator darstellen.
Der Website des Deutschen Statistischen Bundesamts ist zu entnehmen, dass die Preissteigerung im Juli 2021 im Vergleich zum Juli 2020 satte 10,4% betragen hat. Das bedeutet also, dass die Inflation zukünftig auch den Bürger stärker treffen wird. Werden die Löhne und Gehälter auch im selben Ausmaß steigen? Erfahrungsgemäß ist hier mit Nein zu antworten. Es wird somit zu einem gewaltigen Kaufkraftverlust kommen, der nicht abgegolten werden wird. Zusätzlich steckt durch das hohe Schuldenniveau das Risiko von Staatsbankrotten. Der Harvard-Professor und ehemalige Chefökonom des IWF Kenneth Rogoff hat wissenschaftlich untersucht, wie über 800 Jahre Staatsbankrotte abgelaufen sind. Seine Ergebnis: Die zu erwartenden Folgen werden nicht anders sein als in allen bisherigen Krisen, Währungsreformen und Crashs in 800 Jahren untersuchter Finanzgeschichte. Durch hohe Inflationsraten oder Schuldenschnitte werden die Bürger regelmäßig ganz oder teilenteignet. François-Marie Avé Voltaire wusste bereits im 18. Jahrhundert, Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück, null. Und der irische Literaturnobelpreisträger Bernhard Shaw formulierte es so: Sie haben die Wahl zwischen der natürlichen Stabilität des Goldes und Ehrlichkeit und Intelligenz der Politiker. Und mit dem Respekt für diese Herren, rate ich Ihnen, solange das kapitalistische System besteht, das Gold zu wählen. Viele glauben, dieses Mal sei alles anders, doch 8 Jahrhunderte voller Finanzkrisen ergeben ein anderes Bild. In der Frankfurter Allgemeine vom 14. Oktober 2009 stand zu lesen: In Zeiten stark steigender Vermögenspreise, seien es Aktienkurse oder Immobilienpreise, finden sich stets Vertreter der Ansicht, dass es sich bei der Hosse dieses Mal nicht um den Vorboten eines Zusammenbruchs handle, sondern um eine wirtschaftlich völlig gesunde Entwicklung. Diesen Vertretern des dieses Mal ist alles anders wird gern geglaubt, bis der Crash dann doch kommt und sich das Publikum völlig erstaunt fragt, wie es nur dazu kommen konnte und warum es nicht gewarnt wurde. Schwere Finanzkrisen starten mit Bankenkrisen und münden in Kapitalverkehrsbeschränkungen. Seit der Finanzkrise 2008 bis 2010 befindet sich unser Finanzsystem auf der Intensivstation. Bestsellerautor Dr. Daniel Stelter schrieb am 5. März 2019 im Manager-Magazin: Das monetäre Endspiel steht bevor. Die nächste Krise ist keine Frage des Ob, sondern lediglich des Wann. Im Fokus vom 4. Dezember 2019 formulierte Dr. Stelter es dann ausführlicher: Passend dazu werden Beschränkungen des freien Kapitalverkehrs in Abhängigkeit vom Umfeld als geeignetes Instrument gesehen, um Krisen vorzubeugen und Finanzmärkte zu stabilisieren. Dabei sind sie unvermeidbar, wenn man die Flucht der Sparer verhindern will. Fallen Bargeld und Gold als Ausweichmöglichkeiten weg, muss nur noch die Flucht in ausländische Währungen abgewendet werden, um die Sparer unter Kontrolle zu bekommen.